Herzlich willkommen wieder in meiner Bastelwerkstatt. Heute werden wir so ein schönes Valentinstagsgeschenk basteln oder auch ein Muttertagsgeschenk. Als erstes nehmen wir uns ein Blatt Papier, das falten wir in der Mitte. Dann malen wir uns dort, wo es geknickt ist, mit dem Bleistift eine halbe Herzchenform da drauf. Das schneiden wir dann aus. Dann sieht es so aus. Und wenn wir es dann ausbreiten, haben wir ein schönes gleichmäßiges Herz. Dann nehmen wir uns noch Karton, legen uns das Herz da drauf und malen das mit einem Bleistift so ab. Das schneiden wir dann aus. Und dann habe ich mir hier noch mit dem Bleistift innen noch ein etwas kleineres Herz hineingemalt. Das schneiden wir ebenfalls aus. Und jetzt, damit man diese schierchen, zerfransten Ränder nicht sieht, habe ich mir das dann mit Papierklebeband beklebt. Dann habe ich es mir mit meiner beliebigen Farbe bemalt, aber ich nehme immer die Farbe von den Bonbon-Verpackungen. Jetzt nehmen wir uns die Pralinchen und legen uns das erste Mal so drauf, damit wir dann wissen, wie viele wir für so ein Herz brauchen. So schön auflegen. Und so. 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 Gleich sind wir fertig. Da und einmal da. Dann nehmen wir uns beidseitiges Klebeband. Moment, da habe ich noch eine. Das esse ich schnell. Selber. Dann nehmen wir uns beidseitiges Klebeband. So, wo ist jetzt das Ende da? So, dann schneiden wir uns 1 cm ab. Nehmen uns ein paar Linien, geben das so da drauf und tragen die Sicherheitsfolie ab, sodass nur noch die zweite klebende Schicht da drauf ist. Das kleben wir dann alles da drauf. Und dann fertig ist unser wunderschönes Valentinstags- oder Muttertagsgeschenk. Ich hoffe, es hat euch meine Idee gefallen und diese zwei Sachen sind auch von einem meiner Bastelvideos. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und nicht vergessen zu liken und zu abonnieren. Tschüssi!